So, eure Fragen, Teil 46. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Stimmt, dass es aber auch nie gesagt hat, dass der Iman weder sinkt noch steigt und dass die Taten nicht zur Definition des Iman dazu gehören? Barakallahu fiqh wa fika barakallah. Ja, das hat er gesagt und wir, die Hanafiler, die hanafitische Rechtsschule, wir sind fest davon überzeugt, letzte Part, dass die Taten nicht zu Iman gehören. Imam Tahawi ist auch der Meinung, der später, viel später gelebt hat, ja. Und wir sind auch, die hanafitische Rechtsschule, fest davon überzeugt, dass die Taten nicht zu Iman gehören, ja. Und wenn jemand das Gegenteil beweisen kann, der kann natürlich ein Video machen, uns widerlegen oder aufzeigen, dann können wir das Video auch rausnehmen. Also wir sind bereit. Ich weiß, dass der eine und der andere jetzt sagen wird, Ramazan, jetzt haben wir dich, weil man es einfach nicht anders kennt. Aber es das heißt ja nicht, dass es dann direkt richtig ist, nur weil man es nicht anders kennt. Das muss man schon mal gesagt haben. Außerdem muss man auch argumentieren können. Wir argumentieren jetzt, mal gucken, wer besser argumentieren kann. Also, die hanafitische Rechtsschule sagt, ja, dass El-Imanu huwa al-Iqraru wa Tasdiq. Ja, der Iman, ja, ist, dass man bezeugt, vom Munde, also mit Munde bezeugt und Tasdiq aus dem Herzen aus natürlich, ja, dass man halt daran auch glaubt. Das ist der Iman. Was machen die anderen Rechtsschulen, die Schäfi, die Maliki besonders, die sagen das anders, sie sagen, die Taten gehören dazu, die Taten gehören dazu, aber setzen es nicht um. Das heißt, die haben da, sie sind irgendwie so eine Zwickmühle, irgendwie kommen die bezeugen das, klar, wir wissen auch, es gibt ein Ijma, bei Abdul-Barr steht es geschrieben, oder bei, ja, es gibt auf jeden Fall Quellen dazu, dass Imam Bukhari gesagt hat, tausende Gelehrten hat er gesehen, dass immer alle bezeugen können, dass die Taten auch dazugehören. Ja, das wissen wir alles, aber das reicht manchmal nicht aus. Klar, ich meine, Imam Bukhari war ein Hadith-Gelehrter, aber jetzt, ja, also das hat er ein bisschen später auch gelebt. Allahu alam, auf jeden Fall, Abu Hanifa rahimullah hat in der Zeit gelebt von Jahmiyyah und Khawarij und Mu'tazila und die war ja so gewesen, dass sie gerade diese Sekten noch entstanden sind. Und darauf hat er geantwortet. Er hat halt ein bisschen präziser geantwortet, klarer, ohne nach Wahir zu gehen. Und deswegen gibt es diese Missverständnisse. Also es ist ja so, es gibt eigentlich ein Ijma dazu, das Gegenteil, sondern dass die Taten, also gehen wir mal jetzt einfach mal davon aus, zum Beispiel die bezeugen. Wenn man nicht bezeugt, ist man ein Muslim? Nein. Gibt es dazu Ijma? Ja. Wenn man nicht, außer natürlich die Maturidiyah, die glauben daran nicht, deswegen sind die auch keine, die haben mit Abu Hanifa nichts zu tun, ja, die glauben daran, dass man auch ohne Bezeugen aus dem Munde aus, nur wenn man aus dem Herzen aus glaubt, dass man schon ein Muslim ist, dass es ausreicht, dass Bezeugen einfach nur dafür da ist, um gesehen zu werden, damit man einfach weiß, dass derjenige, aber das stimmt natürlich nicht. Die hanafitische Rechtsschule, weil Imam Tahawi ist wichtig, ja, für uns. Wir glauben daran, dass man mit Munde aus auf jeden Fall bezeugen soll. Aber sagen wir mal, derjenige hat nicht bezeugt, ja? Und da wissen wir ganz genau, der ist kein Muslim, auch wenn er betet, auch wenn er fastet, auch wenn er Zakat gibt, ja? Und wenn er aus dem Herzen aus nicht glaubt, ja, dann ist er erst recht kein Muslim. Richtig? Der ist erst recht kein Muslim, wenn er aus dem Herzen aus nicht glaubt. Er macht alle Taten. Er geht Hadsch, jedes Jahr, betet. Alle Gebete und glaubt er nicht aus dem Herzen aus, derjenige ist kein Muslim. Klar, wir können jetzt nicht wissen, ob er jetzt aus dem Herzen aus glaubt oder nicht glaubt, aber am Ende, wenn er nicht glauben sollte, ist er auf jeden Fall kein Muslim. Und wenn er nicht bezeugen sollte, reicht auch aus, dass er kein Muslim ist. Aber wie sieht es jetzt aus mit der Tat? Die hanafitische Rechtsschule, ihr wisst ja selber, er ist auf jeden Fall kein Muslim. Er ist auf jeden, also das heißt auf jeden Fall, also auf jeden Fall heißt nicht diejenigen, die Heuchler sind, diejenigen, die Gebete einfach so leichtsinnig sehen, einfach denken, ach, das bringt mir sowieso nichts, die sind sowieso im Kufur, die sind sowieso, ja, die Nicht-Muslime, ja. Die meinen wir jetzt nicht, wir reden jetzt aus Faulheit und dies und das, dass man so seine Gebete vielleicht vernachlässigt und so weiter und so fort, die, auf diese Art und Weise. Nicht die einfach so jede Sünde machen, aber was Gebet angeht, die meinen wir jetzt auch nicht, also die alles machen. Haram, Halal und so, alles durcheinander. Das ist wieder, da hat sagt Abu Hanifa auch, derjenige ist ein Kafir. Also derjenige Haram, Halal macht und so weiter und so fort. Aber wir reden jetzt vom Gebet. Das Wichtigste ist ja das Gebet. Ja, weil das Gebet, das ist das allererste, was Yawm al-Qiyamah, was wir
gefragt werden. Es gibt dazu einen Hadith, der ist auch authentisch. Ja? Und Abu Hanifa ist man auf jeden Fall jeder, der nicht betet. Also jeder, meinen wir wirklich jeder Einzelne. Ja, nicht die Mehrheit oder was auch immer, 80%, sondern jeder Einzelne ist nicht ein Käfer direkt. Ja? Und bei Schäfi ist er auch kein Käfer. Er kriegt natürlich eine gewaltige Strafe. Ja, das bekommt er. Bei Malik genauso, eine gewaltige Strafe. Und er ist nicht ein Käfer. Bei Ahmed bin Hanbel ist die einzige Rechtsschule, die sagen, derjenige ist dann ein Käfer, wenn er irgendwie nicht betet. Aber alle anderen drei Rechtsschulen sind andere Meinung. Jetzt ist die Frage, Käfer wird man, wie haben wir gesagt, wenn man, also ein Käfer ist, wenn man nicht bezeugt und wenn man nicht aus dem Herzen aus glaubt. Aber bei der Tat, der ist ein bisschen drunter. Er ist etwas drunter. Warum ist er drunter? Weil es nicht gleich ist, wie dass man bezeugt aus dem Munde und dass man aus dem Herzen aus glaubt. Es ist einfach nicht dasselbe. Eins zu eins dasselbe ist es nicht. Weil sonst wäre es ja derjenige auch ein Käfer. Richtig? Derjenige, der nicht betet. So wie derjenige, der nicht bezeugt oder der nicht aus dem Herzen aus glaubt. Versteht ihr, worauf ich jetzt gerade hinaus will? Das heißt, dass man einfach, also wir haben gesagt, derjenige, der nicht bezeugt, der alle Taten macht, ist kein Muslim. Derjenige, der aus dem Herzen aus nicht glaubt und bezeugt, ist auch kein Muslim. Aber derjenige, der bezeugt und aus dem Herzen aus glaubt, ja, aber die Taten irgendwie doch nicht umsetzt, dann ist derjenige was? Derjenige ist halt ein Muslim für Schäfi, für Maliki, für hanefitische Rechtsschule. Deswegen kann man die Tat nicht sagen, die gehört dazu. Und außerdem, welche Tat? Wie viel von diesen Taten? Ja, ich meine, das Gebet, okay, aber da heißt ja nicht Gebet. Keine von diesen Rechtsschulen hat gesagt, die meinen jetzt mit Taten nur das Gebet. Die haben gesagt, alle, also Taten meinen die ja schon alle Taten. Taten, die sind ja grenzlos. Es gibt ja so viele Taten, die man machen kann, beziehungsweise die Pflichten. Ja, da gehört ja nicht nur das Gebet dazu. Da gehört auch Zekat, dass du fastest, dass du Hajj vollziehst, ja. Und jemand, der sagt, kann jetzt jemand sagen, derjenige, der nicht Hajj vollzieht, ja, obwohl er die Möglichkeit hat, finanziell und die Möglichkeit gesundheitliche, dass er direkt kein Iman hat, kein Glauben hat? Das kann man ja gar nicht sagen. Man kann ja gar nicht sagen, derjenige hat kein Iman, ja, weil er kein Hajj vollgezogen hat. Und dazu gibt es natürlich ein Ijma. Wenn man das sagt, das sagt man gleich Harij, ja, ne, Khawarij. Du gehörst zu Khawarij an. Das ist diese Sache. Aber trotz allem braucht man die Taten, die guten Taten, damit die schlechten Taten ausgleichen. Man braucht die Taten. Warum? Ja, stellt euch mal vor, ein PC, einfach ein PC. Ja, ihr seid jeden Tag am Surfen, am Computer und so, im Internet. Ihr werdet auf jeden Fall ein Virus bekommen. Und die Taten, die guten Taten, ist was? Ja, so wie ihr PC, dass ihr ein Antivirusprogramm braucht, braucht ihr die Taten, die guten Taten, beziehungsweise eure Pflichten, ja, damit ihr Anti-Jahannam-Programm, also damit ihr vom Jahannam befreit seid. Ja, das ist wieder ein anderes Thema, das meinen wir natürlich nicht. Ne? Das ist wieder ein anderes Thema, aber Iman ist ganz was anderes, das Bezeugen, dass man aus dem Munde aus bezeugt, aus dem Herzen aus daran glaubt, das ist der Iman und die Tat ist darunter. Warum? Ist die Tat darunter sehr wichtig, die hanefitische Rechtsschule, ja, glaubt daran, weil man einfach nicht das Gleiche ist. Zum Beispiel Hajj vollziehen ist nicht dasselbe wie aus dem Herzen aus glauben, ja, oder bezeugen aus dem Munde ist nicht dasselbe wie wenn man jetzt zum Beispiel nicht fastet, ja, das ist nicht dasselbe. Es ist etwas darunter, nicht viel darunter, etwas darunter. Und Iman gehört dazu, dass man aus dem Munde aus bezeugt und aus dem Herzen aus daran glaubt, damit man den Islam, den Iman, also den Islam annimmt. Ja, man ist dann ein Muslim, so gesehen. Und die anderen Sachen, die kommen drauf an, auf die Zeit, auf die Tat, auf die Situation. Klar, es ist immer noch eine gewaltige Sünde, es ist nicht einfach leicht zu sehen. Ja? Und diejenigen, die jetzt einfach sagen, ja, das ist zwischen mir und Allah, die meinen wir gar nicht, diese Heuchler. Ja? Wir meinen natürlich diejenigen, die halt vielleicht aus Faulheit nicht beten, die vielleicht bereuen aus dem Herzen aus, die auch wissen, dass es eine Sünde ist. Ne? Weil jemand, der sagt, zwischen mir und Allah ist es, ja, das ist ein Heuchler. Weil normalerweise muss er sagen, ich habe die Sünde begangen, ja, möge Allah subhanahu wa ta'ala mich recht leiten, mach Dua für mich. Das ist die, wenn überhaupt, die richtige Antwort dazu. Aber es ist wieder ein anderes Thema. Ja? Also wichtig, die Tat, die bringt nicht unbedingt direkt dazu, dass man ein Kafir wird,
Aber wenn man nicht bezeugt und nicht aus dem Herzen aus glaubt, definitiv. So, die nächste Frage, ich muss es nochmal lesen. Hier stimmt, dass es aber nie gesagt hat, dass der Iman weder sinkt noch steigt. Ja, also dazu gibt es auf jeden Fall eine Meinungsverschiedenheit unter Hanafila. Einige haben gesagt, sinken auf gar keinen Fall, steigen. Ja, das könnte durchaus sein. Das Imam Pezdevi zum Beispiel ist der Meinung, dass steigen eventuell sein kann, aber sinken auf gar keinen Fall. Wir wissen, es gibt die Ayah aus dem Koran, Zadatum Imanen, ja, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Iman stärkt. Das ist klar und deutlich, dass diese Ayah aus mehreren Ayat aus dem Koran, 10 Stellen ungefähr im Koran existieren. Aber was ist damit gemeint? Ja, Abu Hanifa Rahimullah sagt, mutafadiluna fil a'mal, also dass die Taten, durch die Taten, dass man halt, dass es steigen kann, dass diese Möglichkeit besteht. Das ist wiederum dieses Tastir, yani einmal aus dem Herzen aus, einmal halt aus Taten aus, dass man diese Sache definieren muss. Aber er meint einfach, dass Amantu Billah nicht sinken kann und steigen kann, Abu Hanifa Rahimullah. Nicht, dass man, zum Beispiel, wenn du jetzt Hajj, du bist ein Hajj, ja, du machst Hajj, du wirst natürlich mit deinem Iman ganz oben sein. Das heißt, du wirst ein bisschen befestiger, mehr, also befestigen, ja, mit Glauben. Aber das heißt nicht, dass der Iman sinkt, dass der Iman das Amantu Billah sinkt. Das sind einfach zwei verschiedene Sachen. Ja? Also Amantu oder beziehungsweise Iman ist einfach verschieden zu verstehen. Ja? Das werden wir inshallah im Video machen, Fuqh al-Akbar. Wir werden auf jeden Fall die Erklärung machen. Und das Thema werden wir einfach alle Verse aus dem Koran nehmen, was damit zu tun hat. Und auch alle anderen Verse, was diese Sache vielleicht widersprechen. Wir werden inshallah, bi'iznillah, auf das Thema eingehen. Aber jetzt will ich nicht im Video. Aber Abu Hanifa Rahimullah hat das gesagt. Ja, und diese Sache kann man, darüber kann man diskutieren. Man kann darüber diskutieren. Aber es ist nicht so zu verstehen, dass Abu Hanifa Rahimullah diese Sache abgelehnt hat, wie es Allah im Koran sagt. Diese Sache wurde nicht abgelehnt. Er hat nur Amantu Billah abgelehnt. Dass man Allah, an die Engel, an die Bücher, an das Schicksal, an das Gute, Schlechtes von Allah subhanahu wa ta'ala kommt, an die Propheten, ja. Diese Sachen, diese Glaube kann man nicht einfach so sagen, nein, weniger und höher, weil wenn diese Sache einfach sinken sollte, ja, dann ist man an Kufr näher, hat er gesagt, Abu Hanifa rahimullah. Wenn die Sache sinken sollte, wenn ein Iman sinkt, dann ist es an Kufr näher. Und es geht nicht einfach, dass jemand ein Muslim ist und ein Kafir ist. Entweder ist man ein Muslim, ja, also ein Gläubiger, oder man ist ein Käfer. Das hat Abu Hanifa Rahimullah gesagt und da hat er natürlich auch recht. Das ist schon richtig. Man kann nicht einfach beides gleichzeitig sein, ne? Weil sinken bedeutet einfach, dass man an Kufr näher ist. Und es geht nicht, Iman geht nicht zu Kufr näher. Es ist genau Sitt, genau das Gegenteil. Iman, genau das Gegenteil, Kufr. Ja, es geht nicht so, dass die gleichzeitig sein können oder dass es danach dran ist. Ja? Aber diesbezüglich werden wir inshallah Videos machen und werden uns inshallah erklären. Und Ende Januar inshallah werden wir dann auch Fuqh al-Akbar lesen.